Hi Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Conan Exiles Video, in dem ich euch erkläre, wie ihr in einer guten Minute 12.000 Steine farmen könnt. Hierfür müsst ihr nach Westen reisen und zwar zur verlassenen Silbermine. Diese befindet sich südlich von Sepameru. Ich benutze in diesem Video einen Schwarzblutpickel in Kombination mit einem erweiterten Werkzeugsverbesserungskit. Selbstverständlich könnt ihr aber natürlich auch jeden anderen Pickel benutzen. Außerdem ist meine Kompetenz voll ausgeskillt, sodass ich doppelt so schnell Ressourcen ernten kann. Folgt dann auf jeden Fall den Schienen und erledigt die zwei NPCs. Und schon steht ihr natürlich vor der Stelle, um die es geht. Ich würde sagen, wir starten los. Für euch habe ich das Ganze natürlich ein bisschen vorgespult. Ich hatte aber zu Beginn keine Steine im Inventar. Und wie ihr seht, lässt sich das hier ganz fix abbauen. Ich habe tatsächlich am Ende 1 Minute und 12 Sekunden gebraucht. Aber nicht nur Steine lassen sich hier finden, denn unter den Steinen befinden sich tatsächlich auch 2 Kisten mit reichlich Gold. Und wie ihr sehen könnt, habe ich in dieser Zeit jetzt tatsächlich 12.000 Steine gefarmt. Kanntet ihr diesen Ort bereits? Falls ja, findet ihr ihn nützlich oder eher weniger? Lasst gern ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Conan Exiles Videos mehr verpassen wollt. Bye!